Aber ein Einwand, der manchmal doch sehr ernst und von Herzen gebracht wird, ist, ja, mit dem Grundeinkommen, das kann ich mir schon denken, klar, die Leute machen was, also ehrenamtlich, künstlerisch, pflegend, was auch immer, kümmern sich um sich und so, aber wirtschaftlich wertschöpfende Arbeit, das, denke ich, wird dann zu wenig noch stattfinden. Das bedeutet, es gibt dann nicht die Güter genügend, dann kannst du vom Grundeinkommen auch nichts kaufen, dann ist es auch schon mal gleich unsinnig. Abgesehen davon bricht natürlich die Leistungsfähigkeit der Schweiz im internationalen Wettbewerb zusammen und hierzulande auch, also es ist eine Katastrophe. Nicht, dass ich nicht glaube, die Leute würden was tun, aber wirtschaftlich wertschöpfen, darum geht es doch. Ja, ja, darum geht es natürlich dann auch. Aber ich würde hier, man muss zwei Aspekte unterscheiden. Also für die praktische Situation, sagen wir mal, der Fall träte ein. Ne? Also es würde eben nicht mehr genügend Wert geschöpft. Dann bleibt auch hier als Mittel nur die öffentliche Debatte. Da muss es eine Debatte darüber geben, dass es so nicht weitergehen kann oder das Grundeinkommen gekürzt oder ausgesetzt oder ganz abgeschafft werden muss. Das ist alles. Das ist das Mittel der Demokratie. Ein öffentlicher Streit darüber, wie wollen wir zusammenleben, was wollen wir möglich machen, geht das so, wie wir es machen oder geht es nicht? Jetzt mal zu der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt. Also erstmal ist es doch so, dass die Identifizierung mit dem Beruf sehr groß ist, ja? Egal wo man hinschaut. Selbst bei Menschen, die unter widrigen Bedingungen arbeiten, hadern sie eigentlich nicht mit dem Beruf als solchem, sondern mit den Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Die würden also doch den Beruf nicht aufgeben, wenn die Chance besteht, dass die Bedingungen mit einem Grundeinkommen besser werden. Also extrem unwahrscheinlich. Voraussagen kann man es nicht, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Man darf aber auch nicht übersehen, dass diese Debatte so einseitig geführt wird. Also, was heißt Wertschöpfung? Wir reden dann von Gütern und Dienstleistungen, die in Geld getauscht werden, also die preisförmigen Ausdruck erhalten. Wir reden von allem anderen nicht. Was wären denn die Gemeinwesen ohne Familien, ohne Eltern, die sich ihren Kindern widmen, bedingungslos 24 Stunden am Tag, bis sie aus der Haus zu Haus gehen? Ohne die wären die gar nichts. Das sind die Bürger der Zukunft. Und das findet in der Debatte überhaupt keinen Widerhall. Das finde ich doch, also hat was Beängstigendes. Ja? Der Druck, dass jetzt auch noch beide Elternteile erwerbstätig werden, ja, weil das doch das Wichtige ist, vergisst ja voll und ganz, was dann für die Kinder bleibt. Und das ist nicht nur von Seiten der Kinder zu betrachten. Was bleibt eigentlich für die Eltern als Familie? Was bleibt eigentlich für ein Paar, das sich nicht mehr sieht? Welche Erfahrungen? Lass mich mal einen Schritt weitergehen. Okay. Wir müssen über mehrere Generationen denken. Welche Erfahrungen machen Kinder in Familien, in denen die Eltern beide in ihrem Beruf mehr engagiert sind als zu Hause? Mit welchem Familienbild wachsen sie auf? Und was machen sie später, wenn sie Kinder haben, mit den Kindern? Und wir glauben heute, das sind diese Solidaritätsdebatten und gesellschaftlicher Zerfall und so weiter, wir glauben, das hätte alles keine Gründe, dieses Problem mit der Solidarität. Ja, man muss natürlich mal ins Kleine schauen. Die Mikrostruktur eines Solidarverbandes ist die Familie. Und wenn wir die Familie auch politisch weiter schwächen, mit größerem Druck darauf, erwerbstätig sein zu müssen, dann müssen wir uns nicht wundern, warum die ein solch schlechtes Ansehen genießt und warum Eltern auch nicht bereit sind, für ihre Kinder zu verzichten. Das sind ja Phänomene, die wir haben. Ne?